Wenn ihr in Kingdom Come Deliverance ab sofort besser und sicherer kämpfen wollt, dann bleibt auf jeden Fall dran. Viele von euch haben schon festgestellt, dass der Kampf in Kingdom Come Deliverance wirklich nicht einfach ist. Und um sicherer zu werden, müsst ihr im ersten Schritt erstmal eure Waffenskills und Kampfskills hochbringen. Um das, was ich euch jetzt zeige, freizuschalten, müsst ihr ein bisschen Story spielen. Das lohnt sich auf jeden Fall und sollte von euch eigentlich unverzüglich gemacht werden, denn ihr werdet so viel schneller, viel stärker. Wir gehen erstmal zu Hauptmann Bernard. Den findet ihr östlich von Ratai am Übungsplatz. Ihr wählt dann bei ihm die Option mit dem Holzschwert üben. Das ist erstmal trügerisch, da es Holzschwert heißt, aber es geht generell um Holzwaffen. Ihr könnt dann auswählen aus dem Bastardschwert, dem Kurzschwert, der Axt, dem Streitkolben der Hellebarde oder einem Faustkampf. Je nach Waffe könnt ihr auch noch ein Schild dazu nehmen. Ich habe jetzt mal das Bastardschwert genommen, das ist ein Langschwert. Das habe ich schon auf Level 7 und bin deswegen auch relativ gut gegen Hauptmann Bernard. Ihr werdet sehen, wenn ihr eine Waffe nehmt, die ihr noch nicht hochgelevelt habt, dann seid ihr bedeutend schlechter und werdet auch gerne mal von ihm vermöbelt, dann empfehle ich euch, ins Badehaus zu gehen und da eure Wunden versorgen zu lassen, um dann am nächsten Tag weiter zu trainieren. Es ist wirklich ein etwas langwieriger Prozess. Ich glaube, ich habe gegen Hauptmann Bernard insgesamt schon fast eine Stunde gekämpft. 20 Minuten alleine jetzt für das Langschwert von Level 7 auf Level 9. Das lohnt sich aber auf jeden Fall, da ihr erheblich besser werdet. Wenn eure Waffenskills erhöht sind, habt ihr schnellere Angriffe und könnt natürlich sogar einen Gegner bei einem schweren Angriff mittendrin unterbrechen. Das kann sehr, sehr effektiv sein. Die Nebeneffekte neben den Waffen, die ihr skillt, sind eben noch euer Kampftalent im Allgemeinen und zweitens dann noch die Eigenschaften der Waffen. Ihr trainiert Agilität oder Stärke, je nach Waffe, die ihr habt. Bei einem Langschwert trainiert ihr zum Beispiel auch die Agilität. Bei einem Streitkolben werdet ihr vorwiegend Stärke trainieren. Dann werdet ihr auch noch eure Vitalität steigern, einfach dadurch, dass ihr euch anstrengt und Ausdauer verbraucht. Ihr werdet auch eure Verteidigung pimpen, indem ihr Angriffe gut kontert. Am PC natürlich mit der Taste Q. Im Kampf gegen Hauptmann Bernard empfehle ich euch, dass ihr auch Angriffe erstmal von einer Seite antäuscht und dann schnell wechselt. Die Schwachstelle des Hauptmanns ist ganz offensichtlich sein fehlender Schutz im Gesicht. Da könnt ihr auf jeden Fall mit einem Stich hin viel Schaden anrichten. Ich werde das Thema in einem Video, wo es auch um die Kampfmechaniken an sich geht, nochmal aufgreifen und da nochmal tiefgreifender darauf eingehen, wie ihr im Kampf konkret vorgeht. Aber an erster Stelle ist es erstmal viel wichtiger, dass ihr einfach besser werdet, indem ihr euren Kampfskill erhöht. Zweitens kriegt ihr natürlich auch selber Übung dadurch und wisst, wie ihr dann kämpfen könnt. Aber wie gesagt, ich habe zum Beispiel Streitkolben erst auf Level 1. Da klatscht mich der Hauptmann Bernard doch regelmäßig wieder um. Das tut ganz schön weh. Ich würde euch wirklich empfehlen, hier möglichst viel Zeit reinzustecken. So viel, wie ihr Lust habt und so viel, wie ihr könnt. Aber es zahlt sich im Endeffekt aus. Ihr werdet einfach ein so viel besserer Krieger und das hilft immens. Das Spiel setzt ja immer noch den Fokus auf Realismus und deswegen will das Spiel euch auch dazu zwingen, hier einfach tagelang zu üben, bis ihr überhaupt in der Lage seid, wirklich gegen ernsthafte Gegner zu kämpfen. Es gibt einige Boss-Encounter im Rahmen der Story, da ist es schon ratsam, also wenigstens den Schwertskill auf 7 zu haben oder je nachdem, welche Waffe ihr eben benutzt. Wenn euch das Video weitergeholfen und informiert hat, dann lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da und bleibt mit einem Abo auf meinem Kanal up to date. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal, euer Fragnard.